Dann begrüße ich jetzt auf der Bühne die Gruppe Plant Saver, die sich auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Und zwar sind das Laurin, Brian, Nils und Ingra Bahn. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation zu Plant Saver, das Spiel. Wir hatten eine, was war allgemein unsere Motivation? Wir haben uns überlegt, wie kann man das Klima verbessern und dabei Spaß haben. Ganz einfach, mit einem Spiel. Ja, unser Endprodukt sollte erstmal eine App oder ein Spiel sein, wo es halt ein Spiel drin gibt. Das Spiel sollte halt eine abgewandelte Version von einem 3D Third-Person Twin-Stick-Shooter sein, wo man Pflanzensamen verschießt, die dann zu Bäumen wachsen und die Gegner von diesem Pflanzenschießer sind halt Leute mit Kettensägen und Autos, die die Bäume dann wieder umfahren und absägen. Unsere Technologien, die wir benutzt haben, sind HTML, CSS, verdammt, Pixel Art, die Godot Engine und ein bisschen Mathematik. Ja, die Ausblick und offenen Punkte, es gibt vor allen Dingen noch keine Autos, das ist ein großer... Ah ja, und noch kein Pausenmenü, das darf ja nicht sein. Okay, Brian wird jetzt einmal das Spiel vorspielen, damit ihr seht, wie das so aussieht. Ja, und die Seite von dem Spiel wird er auch zeigen. Auf die könnt ihr dann auch gehen und das Spiel selber testen. Ganz kurz noch zur Seite. Die Seite hat hier ein schönes Home-Menü, ein About-Section, ein sehr schönes Wiki für die Jugendhack-Community. Hier der Spieler Autos. Hier unten stehen noch Informationen zu den Sachen. Ja. Ja. Ja, also. Ja, das ist jetzt das Spiel. Und hier sehen wir erstmal den Spieler. Und willst du vielleicht das Spiel nochmal neu starten? Ja. Achso. Also oben links sehen wir jetzt die Munition, dass also man benutzt die Samen der Pflanzen, um zu schießen. Und das Ziel ist einfach, so lang wie möglich zu überleben. Und jetzt sehen wir, die Pflanzen sind gewachsen und gleich wird dann auch der erste Gegner kommen. Hier. Hier haben wir gerade gesehen, wie die Pflanzen neue Samen bekommen haben, mit denen wir dann auch die Gegner abschießen können. Ja, und mit der Zeit werden das immer mehr Gegner. Und man hat verloren, wenn entweder die Leben oben links komplett weg sind oder es keine Bäume mehr oder wenn es keine Bäume mehr auf dem Spielfeld mehr gibt und man keine Munition mehr hat. Die Gegner können natürlich auch die Pflanzen zerstören. Das sehen wir gleich. Es dauert immer ein bisschen, bis ein neuer Gegner kommt. Also je mehr Pflanzen man hat und je länger man schon spielt, desto mehr Gegner kommen auch. Gerade hat man es gesehen, der hat die Pflanzen einfach ausradiert. Jetzt erstmal den Fingers kaputt machen.
Wir sehen auch oben links, wie die Leben weniger werden. Und jetzt sind alle Pflanzen kaputt. Achso, ne. Ach so, ja, und Brian begeht jetzt Selbstmord. Nicht zu Hause nachmachen. Mann, ist das. Genau, jetzt haben wir gesehen, dass keine Pflanzen und Bäume mehr gab, wurde das Spiel resettet. Normalerweise sollte dann noch so ein Bildschirm hinkommen, wo man dann so auf nochmal spielen klicken kann und wo dann der Highscore und der Score steht, aber so weit kamen wir noch nicht. Ja, ich glaube, das reicht, oder? So, das war's mit der Live-Demo. Danke fürs Zusehen. Und auch danke an alle Mentees, die uns geholfen haben, die Seite zu erstellen. Geht gerne auf plantsaver.netlify.app oder ihr benutzt den QR-Code, der hier angezeigt wird. Aber das Spiel ist nur für den PC aktuell noch geeignet.